Okay, wir sind wieder da mit einer weiteren Runde Let's Play Highway Hunter von Epic Mega Games. Jetzt kommt Level 3. Ab diesem Level wird's schon um einiges schwieriger, weil die Gegner halten jetzt einfach mehr aus. Und es ist schon wieder so dunkel. Was soll denn das? Diese Anfangsgegner hier machen noch nicht so viel. Aber wenn man hier noch die Anfangswaffen hat, also aus den ersten Levels, dann taugt's das gar nicht. Ja, jetzt habe ich diesen komischen Laser. Das Problem ist, der verbraucht immer voll viel Energie, also die Ammo geht da viel zu schnell aus. Jetzt habe ich sogar den M-Laser, der ist die beste Waffe im Spiel. Oder zumindest die höchstlevelige. Der hat jetzt aber auch schon wieder keine Ammo mehr. Jetzt nehme ich erstmal den Spoiler. Kann mich diese Gegner hier schön wegrammen, ohne Ammo verböllern zu müssen. Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich bin erwischt worden. Was? Der Spoiler ist schon wieder zu Ende? Mann, diese komischen Schießmaschinen zeigen es mir ja voll. Ich habe endlich richtig böllern mit meinem M-Laser und habe wieder einen Super-Spoiler. Diese komischen fliegenden Gegner habe ich damals irgendwie auch immer nach Frauen benannt. Zum Beispiel diese hier habe ich immer Elena genannt. So heißt ja, glaube ich, diese komische Bundesdatenbank. Für was weiß ich was. Aber das wusste ich damals natürlich noch nicht. Diese komischen Minen sind auch voll komisch. Die erinnere ich mich irgendwie kaum noch. Also ich wusste, dass da was war, aber mehr eigentlich auch nicht. Bei denen ist es eigentlich sogar besser, wenn man sie nicht killt. Oh, da kommen auch noch irgendwo Raketen rausgeflogen. So, und die Minen geben anscheinend noch nicht mal Punkte, wenn man sie killt. Aber der Spoiler ist anscheinend gut gegen die. Es fängt auch noch plötzlich an zu regnen. Ich weiß nicht grad. Ah ja, diese komischen Raketen, die bringen Punkte, wenn man sie wegmacht. Striche weggesammelt. Ammo weggesammelt. Oh nein, jetzt habe ich die Wand gerammt und Striche verloren. Das ist nämlich nur im Easy Mode nicht so. Ab Medium verliert man Striche, wenn man irgendwo dagegen fährt. Und ab Hard ist es so, dass man dann auch noch alle seine Waffen verliert und überhaupt keine Chance mehr hat, wenn man irgendwo dagegen fährt oder von einem Gegner getroffen wird. Nee, es geht hier ja auch noch endlos lang geradeaus und dann kommen dauernd Raketen. Die bringen eigentlich gar nichts außer ein paar Punkte und verbrauchen aber dafür sämtliche Ammo. Ja, das weiß ich auch noch, dass man da so komisch schießen muss, damit man die Rakete ganz unten treffen kann. Es kommen wieder komische Schießmaschinen, wie ich sie immer nenne. Ja, verdammt, jetzt hat es nicht richtig getroffen. Ja, da gibt's einen Super-Spoiler. Der owned nämlich. Ich meine, auf meine Punktzahl kommt es ja eh nicht an. Jetzt kann ich ruhig auch was mit dem Spoiler wegwappen und kriegt dann zwar keine Punkte, aber der Gegner ist weg. Ja, hier kommt wieder so komische Elendas, wie ich sie damals immer genannt habe. Normalerweise ist es so, dass man ab diesem Level ständig den M-Laser hat. Außer natürlich, man spielt auf Hard, weil da verliert man ständig wieder die Waffen, wenn man einmal nicht aufpasst. Damals, als ich klein war, habe ich das Spiel ja immer nur auf Easy gespielt. Aber da war es zu einfach. Es müsste eigentlich so langsam auch wieder der Endboss kommen. Ja, da! Wie ging der Endboss nochmal? Ich glaube, man muss dieses mittlere Teil da zerschießen. Verdammt, jetzt hat mir die Wandstriche abgezockt. Ah ja, tatsächlich. Es leckt das Spiel auch noch. Diesen Endboss habe ich damals immer Sonja genannt. Ah, da geht's endlich geradeaus weiter. Der Endboss ist eigentlich schon ziemlich hart. Noch dazu geht mir so langsam die Ammo aus.
weiter so laggt, dann werde ich noch von irgendwas getroffen. Striche weggesammelt. Das ist auch komisch, dass die Striche-Anzeige gar nicht weit genug geht. Also in Wirklichkeit habe ich mehr Striche, als da maximal angezeigt werden können. Ja, jetzt wird der Endboss mieser. Jetzt ist auch noch meine Ammo aus. Also kann ich nur noch den P-Laser nehmen. Er hat zwar viel Durchschlagskraft, ist aber wahrscheinlich schon bald leer, wenn ich so weitermache. Was ist das komische Geschoss? Nicht weggelasert. Verdammt, dieses Level hat so lange gedauert, dass ich jetzt eigentlich gleich schon wieder cutten kann. Dann mache ich das also.